Moinsen, in dieser Woche dreht sich alles so ein bisschen für mich um die Golden Globe-Nominierungen, die ja am Montag bekannt gegeben worden sind. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan und ein großer Freund von Elmar Biebel, der ja auch bei uns bei Fred Carpenter eine ganze Menge macht, der da in der Hollywood Foreign Press Association natürlich auch viel mehr Einblicke in die Art und Weise, wie entschieden wird und wer nominiert wird und wieso, weshalb, warum, hat als ich. Aber als Außenstehender muss ich ganz ehrlich sagen, diese ganze Posse um den Ridley Scott-Film, aus dem Kevin Spacey rausgeschnitten wurde, ist für mich eine interessante Diskussion. Es gab da mehrere Beiträge und Kommentare zu in den Feuilleton-Zeitschriften und Zeitungen auf der ganzen Welt, die ich sehr beachtenswert und interessant fand. Aber was ich spannend daran finde, ist, Kevin Spacey, egal wie man das jetzt findet, wird ersetzt durch Christopher Plummer. Dieser Film ist noch nicht in den Kinos gelaufen, kommt jetzt irgendwann an. Aber die Hollywood Foreign Press Association sagt, wir nominieren Christopher Plummer für seine Rolle für einen Golden Globe. Da sage ich schon, interessant. Muss man nicht machen, kann man machen. Aber warum macht man es? Und vor allen Dingen, jetzt in Bezug darauf, was Ridley Scott in den letzten Jahren gemacht hat, Alien Covenant, ein Film, der für mich eine absolute Katastrophe war im Nachhinein auch. Da hat Ridley Scott einfach gezeigt, dass er momentan nur noch abarbeitet. Also er macht nichts Neues mehr. Ich bin auch froh, dass er Blade Runner 2049 nicht gemacht hat, sondern Denis Villeneuve, weil ich glaube, er hätte das Ding gegen die Wand gefahren. Ich kann jetzt nicht sagen, wie dieser neue Mark Wahlberg Christopher Plummer Film von Ridley Scott ist, ob er da wieder gezeigt hat, was für ein guter Regisseur war. Das hat er meiner Ansicht nach seit fast Gladiator nicht mehr getan. Aber mich würde mal interessieren, was haltet ihr denn von der Entscheidung von der Hollywood Foreign Press Association, eine Golden Globe Nominierung an Ridley Scott für seine Regiearbeit und an Christopher Plummer für seine schauspielerische Leistung in diesem Film zu geben. Es hat für mich einen komischen Beigeschmack. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Meldet euch.